bei Swisscom und bei Swisscom haben wir natürlich verschiedenste Cloud-Offerings. Wir haben jetzt erst gerade eine Studie gemacht über die ganze Firma hinweg, wie viele Cloud-Plattforms wir am Laufen haben in den verschiedenen Abteilungen. Das kommt eine ganz schöne Anzahl zusammen. Was ich mich hier ein bisschen darauf konzentrieren will, ist eigentlich so, wie wir denken, was in der Zukunft passieren könnte und wie man neben Cloud-Technologien und Software-Defined-Network-Technologien in einem in mehr Netzwerkkontext eben auch brauchen kann. Wir würden natürlich gerne die Benefits, die wir jetzt über den ganzen Tag gehört haben, auch da nutzen. Also es geht jetzt weniger um wirklich IT-Services, sondern viel stärker um Netzwerk- und Telekommunikationsservices, aber immer noch im Cloud-Kontext. Das rechts unten, das ist das, was uns im Moment am meisten beschäftigt. Alle hier im Raum telefonieren wie verrückt und browsen wie verrückt, und das ist ein massiver Anstieg. Aber wenn ihr gesehen habt, die Traffic verdoppelt sich mehr oder weniger pro Jahr. Auch wenn wir immer beschimpft werden, wir seien zu teuer, der Preis dafür verdoppelt sich nicht. Und da ist das Problem. Darum versuchen wir natürlich nach günstigeren Möglichkeiten unsere Telekom-Services auch zu offerieren. Jetzt gibt diese Trends eben auf der dynamischen Seite, diese Mobilität, Anzahl Devices, was jeder also mit sich rumträgt, dieses Cloud-Modell. Wir haben jetzt gehört, verschiedene Deployment-Modelle und so weiter, und die Cloud ist da. Wir wollen die einfach auch benutzen. Heute haben wir eine sehr, sehr stark statische Netzwerkinfrastruktur, da können wir fast nichts dran ändern. Und das ist alles nicht sehr kosteneffektiv, ist nicht agil und es ist nicht wirklich targeted towards services. Das sind so unsere Probleme. Wir versuchen natürlich das eine oder andere zu fixen. Und wir haben dich ziemlich starken Vendor-Lock-in, den man auch versucht, eben darum ich als Standardisierer versuche dann natürlich zu helfen, eben diesen Vendor-Lock-in mit Standards zu umgehen. Das sind so diese zwei Forces. Der eine ist die Software-Defined Network-Geschichte. Das sind, man kann im Prinzip Services und das Netzwerk programmieren. Ich weiß nicht, wer, wie viel schon davon gehört habe, ich habe da noch eine kleine Slide dazu. Und das andere ist die Network Function Virtualization. Das heißt, man versucht eben Netzwerkfunktionen auf einer Cloud-Infrastruktur am Laufen zu halten. Das hat natürlich gewisse Implikationen. Diese Network Function Virtualization ist nicht eine Erfindung von uns oder so, dass die weltweite Telekom-Industrie geht in diese Richtung. Ich sage auch kurz was dazu. Also SDN im Prinzip oben ist, wie man es heute hat, man hat diese Router-Switches in eine Box, hat Software drauf, that's it. Und man versucht, die Hardware und die Software eines Netzes schon mal zu trennen. Das ist so der Hauptpunkt von SDN. Die Value Proposition ist, dass man eben stärker Programmability hat im Software-Layer, dass man flexibler ist, schneller ist in der Software, oder auch die Hardware eben einfach austauschen kann. Es gibt einen ganzen Satz von Use Cases, der in der Industrie angeguckt wird. Man studiert das natürlich aus Business-Sicht, lohnt sich's wann, kann man es machen, wann kann man es einführen. Und das sind so ein kleiner Overview, was es alles so gibt. Ich will jetzt nicht im Detail darauf eingehen. In der Pause können wir den einen oder anderen Use Case auch diskutieren oder Lust haben. Eben der zweite Teil ist mehr diese Network Function Virtualization. Und da versucht man, man hat jetzt da in der Mitte so einen ganzen Satz von Netzwerkfunktionen, die wir da haben. Wenn sie nicht aus der Netzwerkumgebung kommen, das sind so diese Routers, Firewalls, mobilen Basisstationen, Telefonzentralen, all diese Sachen, die wir so bei der Swisscom so im Netz rumstehen haben. Und diese Hardware-Software-kombinierten Appliances will man eben auf standardisierte x86-Hardware eigentlich bringen. Und da erhofft man sich eben einen gewissen Kostengewinn aus Capital-Expense-Sicht natürlich, aber auch aus Operational-Expense.
wenn man alles auf derselben Plattform, auf derselben Cloud-Plattform laufen lassen kann, erhofft man sich einen Benefit dadurch. Natürlich hat man auch das Gefühl, man ist dann schneller am Markt. Wenn man diese Elastizitäts-Capabilities einer Cloud hat, kann man die Sachen auch hoch und runter skalieren, so wie es geht. Ist sehr wichtig für uns, wenn es gerade um Energiesparsachen geht. Wir haben sehr elastischen Verkehr. Nachts hat es doch nicht mehr ganz so viele Leute, die irgendwie SMSen, telefonieren und browsen. Da könnten wir eigentlich schon einen Teil der Infrastruktur auch abstellen. Das ist jetzt so ein bisschen ein kompliziertes Bild, so wie es in der Standardsdiskussion diskutiert wird. Im Prinzip sind jetzt so die grünen Boxen, gerade hier können Sie sich vorstellen als normale Cloud-Infrastruktur. Und dann eben kommt dazu eine Netzwerkinfrastruktur. In unserem Fall wären das eben Swisscom-Netze, Wide-Area-Netze. Und es gibt dann eben Network Function Virtualization Applikationen, die da drauf laufen, weil wir müssen das auch dezentral laufen lassen. Gewisse Funktionen, die müssen halt auf einer Basisstation laufen, einfach aus Speed- und Delay-Gründen. Gewisse Funktionen müssen wir irgendwo hinten im Netz haben und so weiter. Also müssen ein bisschen dezentraler sein, als dass man das heute traditionell in den heutigen Cloud-Deployments hat. Jetzt einfach so ein kleines Beispiel als Glimpse, wo das so hingehen könnte. Das ist so dieser Interplay zwischen diesem Software-Defined Networking und Network Function Virtualization. Wenn man links sowas wie ein Access-Netzwerk hat, da kommt der Verkehr rein, also typischerweise IP-Pakete heutzutage. Man hat sowas wie, in diesem Fall ist es ein OpenFlow-Switch oder ein SDN-Switch, der eben programmierbar ist durch so eine Control-Funktion. Und die hat diese Routing-Funktion. Da sagt man einfach, ja, diese Pakete gehen links und die anderen gehen rechts. Und das kann man sehr flexibel programmieren. Und man kann sagen, diese Pakete gehen gar nicht durch oder diese Pakete gehen dahin. Und dann kann verschiedene Software-Netzwerkfunktionen dann in den Pfad reinbauen. Und so Funktionen sind eben Firewall-Funktionen, Load-Balancing-Funktionen, im Video-Umfeld Transcoding-Funktionen und so weiter. Das ist diese Softwarefunktion, die man da eben quasi steuern kann, und all das läuft auf eben normalen Cloud-Stacks und auf normaler Standard-Hardware. Einfach so ein bisschen als ein Ausblick, wie das aussehen kann. Hat natürlich auch ein paar Security-Implications. Wir haben vorher schon von Security gehört. In der Standardisierung werden eben versucht herauszufinden überhaupt, was sind jetzt die Gaps security-technisch. Es ist im Augenblick gar nicht so ganz klar, was sind jetzt die zusätzlichen Probleme. Man versucht, diese Gaps zu füllen. Was sehr interessant ist, sind so Secure Boot Sachen. Also wenn man Large Scale Cloud hat und man hat große Netze, muss man das ganze Booten von diesen Netzwerkfunktionen muss soweit sicher vonstatten gehen. Andere Sache ist die Performance Isolation. Wir haben schon ein bisschen davon gehört, wir reden aber jetzt von Cloud Services, die sehr stark netzwerkgetrieben sind. Also haben sehr, sehr hohe IO-Last. Da muss trotzdem die Isolation der Performance muss natürlich da sein, sonst sind wir nicht mehr predictable in unseren Netzfunktionalitäten. Und vielleicht so eine Sache sind diese Private Keys in geklonten VM-Images. Ja, das ist so eine normale Sache, aber das Problem werden wir auch haben. So, was sind die Takeaways? Also die Network Operators, Swisscom und andere haben so im Prinzip gezeigt, dass es eigentlich feasible ist, das zu tun. Es gibt Tests, es gibt eben hohe IO-Last-Netzwerksysteme, man hat das ausprobiert, das funktioniert nicht so schlecht, auch auf normaler Hardware mit Virtualisierungslösungen. Die Hauptbereiche sind wirklich fixed und mobile Netzwerkinfrastrukturen, wo man sich das anguckt. Man erwartet eben signifikanten CapEx und OpEx-Benefit.
hauptsächlich durch Economy of Scale, eben durch das, dass man wirklich Standard-Kotz-Hardware braucht. Wir erwarten, dass der Markt sich ändert, dass eben eine stärkere Aufsplittung in Hardware und eben, ich sage jetzt, Virtual Appliances mit Netzwerkfunktionen sich etablieren wird. Und das sind natürlich Opportunities für neue Marktplayers. Also wir erwarten einen ziemlichen Shake-up auch in dem Netzinfrastrukturmarkt. Wir haben natürlich den Challenge, wie wir jetzt solche neuen Architekturen und Netze, wie wir die operieren. Wir haben Tradition von mehreren Jahrzehnten, wie man Telekom-Netze operiert. Es kommt wieder was Neues. Als letzter Punkt, das ist eine ETSI, das European Telecom Standards Institute, hat eine Gruppe gegründet, da sind eben all die großen Operators sind da drin und das wird jetzt angeguckt. Das hat jetzt erst gerade angefangen, November letzten Jahres hat das angefangen. Das ist alles sehr early stage und da versucht man jetzt in diese Richtung was zu machen. Das sind die Takeaways gewesen. Bin fast am Ende. Einfach noch ein kleines Advertising. Wir haben von CSA schon gehört, die es nicht wissen, eben wurde auch eine Schweizer Chapter davon gegründet. Die Leute, die interessiert sind, können da nachgucken. Die ist noch, wurde erst gerade gegründet, ist noch nicht richtig operational. Aber ich habe gehört, CSA wurde schon mehrmals benannt hier im Raum und kann für den einen oder anderen von Interesse sein. Und that's it.